Ich bin Johanna Marika Thoms, ich bin 31 Jahre alt, wohne hier in Magdeburg und geboren bzw. gebürtig bin ich aus Gadling und bin auch in Gadling aufgewachsen. Ich habe Rechtsanwaltsfachangestellte gelernt, aber habe jetzt in den letzten, ich glaube, 2, 3 Jahren immer mehr gemerkt, dass ich immer mehr zur Gestaltung, zum Kunst, zum Malen tendiere und das jetzt immer mehr ausleben möchte. Ich male und zeichne sehr gerne Pflanzen auch, ja. Das war auch so eine Phase auch von mir, wo ich sehr viele Pflanzen gemalt habe. Aber überwiegend male ich eigentlich abstrakte Werke. Da habe ich auch 2017 mit angefangen und da führt es mich jetzt immer wieder hin. Also ich male auch, wie man sieht, auch manchmal so ein paar Frauen und so und weiche auch mal von dem Üblichen, was ich habe oder mache, ab und probiere auch Neues aus. Aber ich komme immer wieder zum Altbewährten zurück, ja. Es gibt schon eine bestimmte Vorgehensweise, weil ich ja schon so meinen Stil so habe, was ich so male. Und da fange ich dann erstmal an, dass ich ganz normal grundiere. Also mittlerweile grundiere ich fast alle Leinwände in beige. So, das weicht überhaupt, also momentan gar nicht mehr ab, aber es gibt bestimmt auch wieder eine andere Phase. So, und ja, und dann suche ich mir immer 2, 3 Farben raus, fange mit denen an und dann geht es halt intuitiv los. Ich habe bei der Kunstmitte schon 2019 teilgenommen und es hat mir in dem Hinblick sehr viel gebracht. Ich habe sehr viele tolle neue Künstler kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, mit denen ich auch teilweise jetzt noch Kontakt habe und mich immer mal wieder austausche und vernetze. Man hat sich unfassbar gut inspiriert dort. Ja, natürlich hat es mir auch den einen oder anderen Verkauf gebracht und auch wieder den einen oder anderen Kunden, der dann auch auf mich nochmal im Nachhinein drauf zugekommen ist, ja.